Zustand so. Es gibt als erstes Reinigungstücher, die macht man einfach nur auf, nimmt ein Reinigungstuch heraus. Das sind so ein bisschen wie Erfrischungstücher, aber bitte keine Erfrischungstücher nehmen und auch nicht die Brillenputztücher, sondern die speziellen Reinigungstücher. Ja, dann passiert es natürlich häufig, dass wir schwitzen und dann empfehle ich als Techniker eigentlich immer so ein Reinigungstuch mit in der Tasche zu haben. Und wenn man merkt, man schwitzt, einmal das Gerät vom Ohr nehmen, einmal abreiben und dann kann man es wieder einsetzen. Wahlweise kann man auch ein Reinigungsspray nutzen. Das ist dasselbe in grün. Man nimmt dann ein handelsübliches Kosmetiktuch, sprüht nicht auf das Hörgerät, nur auf das Tuch, nie auf das Hörgerät sprühen. Und dann einmal abreiben, fertig. Das nächste, was genauso wichtig ist, jedes Hörgerät sollte abends, weil die Feuchtigkeit, die sich innen drin gebildet hat, weil wir ja ein geschlossenes System im Prinzip haben, also ein Deckel oben drauf ist, die kommt davon alleine nicht wieder raus. Und diese Feuchtigkeit, die sich also in dem Hörgerät dann befindet, die muss oder sollte über Nacht in einem sogenannten elektrischen Trockensystem abgetrocknet oder weggetrocknet werden. Man legt einfach das Hörgerät abends dort rein, nachdem man das mit dem Reinigungstuch gemacht hat, drückt aufs Knöpfchen, Deckel zu und das System arbeitet mit Wärme und funktioniert. Nach 2-3 Stunden geht das also von selber wieder aus. Das Hörgerät ist morgens schön durchgetrocknet und damit haben Sie eigentlich alles gemacht, was Sie Ihrem Hörgerät an Gutes antun können. Und mir dabei gerade noch etwas Wichtiges ein. Sie sollten alle Vierteljahr zumindest mal den Hörgeräteakustiker besuchen, dass der nochmal eine qualifizierte Reinigung vor Ort dann auch noch vornehmen kann. Wenn Sie das tun, schützt es zwar nicht hundertprozentig vor Reparaturen, aber Sie werden feststellen, Sie werden mehr Freude mit Ihrem Hörgerät haben, denn jede Reparatur ist eigentlich eine unnötige Reparatur und 90% ganz definitiv aller Reparaturen, die wir in der Werkstatt haben, sind Feuchtigkeit und Verschmutzungsprobleme. Ja. Das liegt nicht am Akustiker und es liegt auch nicht am Hörgerät und nicht am Hersteller. Es liegt so ein bisschen an Ihnen, das zu pflegen. Das nenne ich doch mal ein Schlusswort. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss.